Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz schön einfach. Heute geht es um die Frage, wie wechsle ich eigentlich meinen Stromlieferanten? In anderen Videos habe ich schon mal den energiewirtschaftlichen Prozess des Lieferantenwechsels erklärt. Das heißt, das, was dann im Hintergrund passiert, was man als Sachbearbeiter der Energiewirtschaft dann so bearbeiten muss, das ist in einem anderen Video zu finden. Und in Zukunft werde ich genau diesen Prozess nochmal weiter auseinandernehmen, was man in die UTMD reinschreibt und so weiter. Aber jetzt geht es mal darum, für euch als Endkunden, was müsst ihr eigentlich machen, um euren Energieversorger, um euren Stromlieferanten zu wechseln? Als erstes muss man sich natürlich mal die Frage stellen, was für eine Art von Stromvertrag habe ich eigentlich bisher? Bin ich in der sogenannten Grundversorgung, dazu gab es auch kürzlich erst ein Video, dann habe ich keine Kündigungsfrist. Dann kann ich im Prinzip mit 2 Wochen Vorlauf meinen Stromversorger wechseln. Oder habe ich eben einen richtigen klassischen Stromvertrag, der dann eben auch eine Mindestlaufzeit hat, die dann durchaus mal ein ganzes Jahr oder auch länger sein kann, bei der ich dann eben auch eine Kündigungsfrist beachten muss, bei der ich dann zum Beispiel, wenn ich nicht rechtzeitig kündige, gleich wieder automatisch um ein weiteres Jahr verlängert werde. Und genau das findet man eben über seinen Stromvertrag raus. Da muss man wirklich mal reinschauen und eben sehen, ist da eine Mindestvertragslaufzeit angegeben, ist da eine Kündigungsfrist angegeben, dann müsst ihr die beachten. In der Grundversorgung gibt es die grundsätzlich nicht. Da kann man immer mit 2 Wochen von heute aus gesehen wechseln. 2 Wochen deshalb, weil der Prozess, wie in einem anderen Video schon beschrieben, ungefähr 2 Wochen dauert. Der Lieferantenwechsel muss immer so mit 10 Werktagen Vorlauf gemacht werden. Jedenfalls, wenn ihr dann wisst, in welcher Art Vertrag ihr euch befindet und ob ihr jetzt eine entsprechende Vertragslaufzeit habt, dann muss man sich ja die Frage stellen, warum wollt ihr den Lieferanten eigentlich wechseln? Geht es ums Geld? Dann kann man ruhigen Gewissens auf ein Vergleichsportal gehen und dort praktisch den günstigsten Anbieter für seine eigene Postleitzahl rausfinden und dementsprechend über dieses Portal dann auch wechseln. Oder geht es darum, dass man einen Ökostromanbieter finden will, dann gibt es entsprechende Listen von echten Ökostromanbietern, dann kann man direkt auf die Webseite gehen und direkt dort wechseln. Und apropos direkt dort wechseln, wenn man sich halt so sein Stadtwerk, seinen Energieversorger rausgesucht hat, zu dem man jetzt wechseln möchte, geht man einfach auf die Webseite und dort gibt es meistens direkt auf der Startseite irgendwo einen großen Button, jetzt wechseln, jetzt Stromvertrag abschließen oder was auch immer. Wenn man da drauf geht, werden jetzt die ersten Fragen gestellt, nämlich, wo wohnt ihr? Da gebt ihr die Postleitzahl an und wie viel Strom, wie viel Energie verbraucht ihr so im Jahr? Und da gibt es dann so voreingestellte Mengen für den Ein-Personen-Haushalt, für den Zwei- und Drei-Personen-Haushalt. Die sind aber nur absolut durchschnittlich, deswegen solltet ihr wissen, wie viel Energie ihr so über das Jahr hinweg verbraucht. Schaut dafür einfach mal auf eure letzte Stromrechnung. Wenn die für ein ganzes Jahr gelaufen ist, dann könnt ihr 1:1 den Betrag einfach jetzt eingeben. Wenn die letzte Stromrechnung aus was auch immer für Gründen für zum Beispiel 7 Monate lief, dann müsst ihr halt ein bisschen herumrechnen und das Ganze auf ein Jahr hochskalieren. Das hilft aber auf jeden Fall eurem zukünftigen Stromlieferanten extrem, um euren ja, monatlichen Abschlag zu berechnen und dementsprechend das, was bei euch monatlich abgebucht wird, bevor dann eben am Jahresende wieder eine Rechnung gestellt wird. Wenn ihr diese Sachen jetzt also eingegeben habt und geht dann auf den Weiter-Button, dann rechnet das System ein bisschen herum und kann euch schon mal einen Tarif vorschlagen. Und jetzt werden so die typischen Daten abgefragt, Name, Adresse und Co. Es ist ganz wichtig, dass ihr hier den Namen konkret genau so angebt, wie er eben bei eurem alten Stromversorger auch angemeldet war. Wenn ihr zum Beispiel zusammen wohnt mit Mitbewohnern oder mit eurem Partner und bisher ist der Name eures Partners als Kunde der Stromversorgung angemeldet, dann wird ein Lieferantenwechsel mit eurem Namen nicht funktionieren. Dann denkt nämlich praktisch der neue Versorger oder der Netzbetreiber oder der alte Versorger, das ist ein Auszug des alten Mieters und das ist ein Einzug des neuen Mieters, weil es sind unterschiedliche Namen. Das ist ja auch logisch. Deswegen schaut bitte drauf, was war der Name, der bisher angemeldet war. Dann müsst ihr genau den auch jetzt wieder verwenden, um den neuen Vertrag abschließen zu können. Aber da kommt immer die Frage nach der Zählernummer. Und die ist ganz wichtig und entscheidend, weil natürlich genau dieser Zähler der Mittelpunkt dafür ist, dass nachher eure Energie gemessen werden kann und dann eben auch abgerechnet werden kann. Das muss also wirklich euer Stromzähler sein. Und am einfachsten macht man sich das auch hier, indem man auf die letzte Stromrechnung schaut, weil da steht eben Zählernummer drauf. Oder genauso gut eben auf der letzten Anmeldung beim vorigen Vertrag. In der Vertragsbestätigung steht eben auch immer die Zählernummer. Wichtig ist, wenn ihr zwischenzeitlich mal einen Zählerwechsel hattet, dann ist natürlich die Zählernummer eine neue geworden. Dementsprechend solltet ihr da wirklich aus der aktuellsten Rechnung eure Zählernummer übernehmen.
Dies wichtig, damit eben auch dieser Lieferantenwechsel ohne Probleme durchlaufen kann, denn sonst findet der Netzbetreiber bei der Anmeldung eures neuen Versorgers im Zweifel euren Zähler nicht automatisch. In eurer letzten Rechnung findet ihr wahrscheinlich auch die Angabe Marktlokation. Und das ist nochmal eine ganz interessante Angabe, denn das ist eine eindeutige Identifikationsnummer für eure Stromversorgung, für euren Stromzähler, mit dem ihr dann eben auch wirklich hundertprozentig eindeutig gefunden werden könnt. Und die könnt ihr zum Beispiel in einem Kommentarfeld oder Bemerkungsfeld bei eurem neuen Stromversorger mit angeben. Und dementsprechend hat er auf jeden Fall alle Daten, die er braucht, um euch sicher finden zu können bei der Anmeldung beim Netzbetreiber. Wie das mit dem Netzbetreiber funktioniert, habe ich, wie gesagt, in einem anderen Video schon mal erklärt. Als letztes wird euch euer neuer Versorger jetzt noch fragen, ob ihr eben eine Kündigungsfrist habt. Das wisst ihr eben genau deswegen, weil ihr das am Anfang schon mal rausgefunden habt. Das gebt ihr dann ein, zu welchem Datum ihr jetzt frühestmöglich kündigen könnt und dementsprechend auch wechseln könnt. Und dann wird euer neuer Versorger für euch die Kündigung auch schon übernehmen. Wenn er nämlich diese Daten alle korrekt von euch bekommen hat, dann ist er in der Lage, diesen Prozess komplett alleine jetzt durchzuführen und die Kündigung in eurem Auftrag durchzuführen und dementsprechend euch in seine Versorgung zu holen. Dementsprechend müsst ihr euch um nichts weiteres mehr kümmern. Wenn die Daten korrekt sind, könnt ihr euch jetzt zurücklehnen. Bei einer Grundversorgung dauert es ungefähr 2 Wochen, bis ihr praktisch in die Versorgung kommt. Und bei einem anderen ganz normalen Stromvertrag dauert es eben so lange, bis ihr erstmals kündigen könnt. Und dann seid ihr im Zweifel auch schon bei eurem neuen Stromlieferanten. So einfach läuft das Ganze. Habt ihr Fragen zum Lieferantenwechsel aus Perspektive des Kunden, aus Perspektive des Verbrauchers, dann schreibt die mal in die Kommentare. Ich werde, wie gesagt, demnächst nochmal genauer erklären, wie der eigentliche Prozess des Lieferantenwechsels unter verschiedenen Aspekten genau funktioniert und wie dann auch eben die Kommunikation mit den EDIFACT-Dateien, mit der UTMD und so weiter genau funktioniert. Also bleibt einfach dran, dafür abonniert ihr einfach den Kanal und liked dieses Video. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.